Jetzt stehe ich da gerade auf meinem neubauten Balkon und ich freue mich gerade wirklich sehr, weil gestern bin ich mal mit dem Balkon fertig geworden. Das war wirklich eine Erlösung, hat sich ewig ausgezahlt. Aber was mir noch mehr taugt, muss ich ehrlich sagen, ich habe dann beim Bauen damals, weil ich gemerkt habe, dass zum Haus zu überbrütet haben wir mal voriges Jahr, in so einer Nische, habe ich in das Dach sozusagen so Höhlen eingebaut. Ich hoffe, man sieht das dann einigermaßen. Und es sind wirklich beide heuer schon belegt worden. Das drüben war ein Gartenrotschwanzerl und da glaube ich sogar, dass eine Meise drinnen ist. Sie fliegen eh alle recht hin und her, die Rotschwanzerln, und schimpfen, weil wir jetzt da stehen und sie natürlich stören, weil sie wollen natürlich wieder ihre kleinen Vögel da fordern. Die zwitschern eh alle dann ganz lieb, wenn sie gefüttert werden. Und ja, das ist einfach lässig, wenn sowas auch in einem Garten ist, weil mir glauben ja immer, der Garten ist ja nur für eins da, schöne Blumen zu haben, durchzugehen und sich der Blumen zu erfreuen. Dabei ist ein Garten ja eigentlich viel mehr. Das sollte ja eigentlich ein Lebensraum sein für uns, klarerweise, aber natürlich auch für Insekten, für Vögel, für die verschiedensten Tiere. Und man kann ihm da wirklich einiges tun, aber das taugt mir, weil das ist ganz was Einfaches. Und wenn es ist, vielleicht einmal eine Hütte baut oder auch bei euch ein Haus und es habt so Vorsprünge, dann vielleicht überlegt sowas auch. Es ist ja wirklich nichts dabei. Der lässt sich Zeit, ha? Mhm. Unser Rotschwanzerl. Jetzt da. Herrlich. Ja, was nämlich ganz viel vergessen. Diese Tiere brauchen alle Nahrung. Und zwar massivst Nahrung. Weil zum Füttern von den Jungen, da gehen zum Teil nicht ein paar hundert. Gestern habe ich meine zwei Buben gefragt, was schätzen, wie viele Raupen das fressen. Wenn die Jungen groß werden müssen, der Niklas hat irgendwo, ich glaube, 50 gesagt, der Nils hat 200 oder 300 geschätzt und brauchen dann etliche tausend, bis dann Flüge sind. Über ein Jahr können durchaus, wenn der zweimal zum Beispiel brütet, können viele, viele tausend von, schau, der ist schneller wie wir. Ja, da brauchen es viele, viele tausend dieser Insekten und die fressen von Raupen was finden, aber auch Schmetterlinge, die verfuttern teilweise ganze Schmetterlinge an die Jungen, Spinnen, viel Spinnen, Ameisen, also alles was so kreucht und fleucht, bis irgendwelche Schnecken und Würmer, wird das alles verfüttert an die Jungen. Aha, jetzt kommt der Hornissen, die schaut da auch um und das Futter muss ja irgendwoher kommen. Im eigenen Garten ist es ja relativ einfach, weil da kann uns keiner reinreden, was wir machen. Da können wir ja eigentlich drauf schauen, dass da ein vielfältiger Lebensraum entsteht. Ich glaube, die Hornissen, die war gern da drinnen in der Höhle. Der gefällt es auch. Übrigens, wegen die Hornissen jetzt da, jetzt ist er da wieder. Man glaubt es kaum, aber diese Bruthöhlen werden wirklich manchmal von Hummeln in Beschlag genommen, wo die Hummeln dann die teils schon brütenden Vögel, habe ich jetzt Vögeln gesagt? Nein, habe ich nicht gesagt. Wo die Vögel vertrieben werden von der Hummel durch ihr. Die treten natürlich auf wie die großen Rocker und die hauen dann zum Teil die brütenden Vögel aus dem Nest und übernehmen dieses Nest und gründen dort die Kolonie. Da werden zum Teil dann die Eier mit ins Nest mit einbaut. Also da gibt es die skurrilsten Dinge, weil natürlich im Vogelnest hat die Hummel das Material, das braucht zum Nestbau. Feine Federn, lauter so feines Zeug und da kannst du dann ihr Nest bauen. Also hochinteressant, wie das alles irgendwo zusammenhängt. Also im Garten, im eigenen Garten kann man eigentlich auch sehr viel machen. Oder wenn ich irgendwo eine große Obstwiesen habe. Oder wenn ich Landwirt bin und Flächen zur Verfügung habe. Man kann wirklich sehr viel machen. Ich habe einiges aufgehängt. Den habe ich jetzt, gebe ich zu, erst vor ein paar Tagen aufgehängt. Ich bin einfach nie dazugekommen. Also da oben hängt ein richtig professioneller Nistkasten von der Firma Schwegler. Die sagt wahrscheinlich eh den einen oder anderen was. Der wird vielleicht, weiß ich nicht, ob er heuer noch belegt wird.
es ist ja gar nicht uninteressant, weil es so viele verschiedene Nistkästen gibt, die auf spezielle Vogeltypen dann wieder abgestimmt sind. Da kann man sich einmal schlau machen. Gibt es wirklich viel zum Nachlesen. Mir gefällt es aber, wenn man es ein bisschen auch integriert in seine ganzen Hütten, die man hat, oder im Haus, eben wie ich die da in diese Dachuntersicht eingebaut habe. Einen habe ich bei der Sauna, da oben bei der Gartenhütte, da brüten sie mir auch jetzt schon mehrere Jahre. Da haben wir unsere Sauna und da habe ich auch damals, wie rundherum, jetzt darf ich wahrscheinlich noch mehr machen, aber damals, ach, ich probiere es einfach einmal, schau mal, wie es funktioniert. Und habe da so eine kleine Öffnung gemacht, das kann man dann vielleicht noch ein bisschen nachfilmen. Und das nehmen sie auch sehr genau. Und das ist ja nett, wenn sie im Garten was rührt. Und im Prinzip geht es ja den Insekten eigentlich ganz genau gleich beschissen wie den Vögeln. Sie haben einfach immer weniger Lebensraum. Und im Garten kann man ja was dazu beitragen, dass sie den wieder haben. Ja, und Vögel brauchen natürlich wiederum vielgestaltige Lebensräume. Bäume sind gut, wenn ihr einiges an höheren Elementen habt im Garten, ist klar. Erstens können sie sich da verstecken, sie haben einen Ausblick. Sie sind in Sicherheit vor, ja, vor der Lala, ist ein böses Raubtier. Ich weiß, meine Bitte geht ins Leere, aber man sollte nicht 5, 6, 7 Katzen in seinem Garten haben. Das sind Raubtiere, es ist einmal so. Und die futtern was, die gehen auf unsere Vögel genauso los. Und wenn man da jetzt aufschaut, da sieht man dann diese Nischen. Und das taugt mir selber voll, dass die angenommen haben. Es sind eben Gartenrotschwanz, Ameisen, das sind so, ich glaube man sagt Halbhöhlen oder Höhlenbrüter. Ich sage es gleich dazu, ich bin jetzt nicht der Top-Vogel-Experte. Ich bin auch kein Insektenexperte. Es interessiert mich einfach und ich beschäftige mich damit. Und das meiste lernt man sich eh selber. Und das Schöne ist ja, man kriegt heute so viel Know-how auch übers Internet, angeblich über YouTube-Channel. Und ja, ich habe halt mit vielen Dingen einfach so ein bisschen stümperhaft angefangen und habe das einfach probiert und beobachtet, dass die das gerne nehmen. Und deswegen habe ich das, wenn ihr das seht, ich weiß nicht, ob man es vorher unten sieht, ich habe hinten beim Haus sowieso Nischen gelassen, weil da haben sie vorher gebrütet, wie ich den Zubau noch nicht gehabt habe. Und dann habe ich das gleiche System vorhin einmal ein bisschen komfortabler und größer gemacht. Ich werde ab jetzt auch mehr Miete verlangen, weil damals war es wirklich nur ein so schmales Brett. Aber jetzt ist das schon eine coole Wohnung da oben. Und da taugt es auch. Mir taugt es wirklich auch, weil es einfach nett ist, weil man sieht, man bringt da wirklich was in Bewegung. Und man macht das ja auch nicht nur für die Gaude, zur wie sagt man da, Jux und Tollerei, sondern es ist wirklich ähnlich wie den Insekten. Der Niedergang der Vögel ist dramatisch. Zum Teilweise für 90% oder sie sind überhaupt komplett weg aus manchen Landstrichen. Also man muss das ein bisschen größer betrachten, nicht nur im eigenen Hausgarten, aber in der Kulturlandschaft verschwinden die Vögel rasant. Seit den 80er, 90er Jahren auch ganz stark die Rotschwänzchen. Das liegt vielleicht nicht nur jetzt an unserem Lebensraum da, weil die fliegen ja runter Afrika, südliche Sahara irgendwo, kann natürlich da auch ein Problem sein, aber wir haben einfach überall das Problem, gleich wir sterilisieren unsere Welt, unsere Landschaft und das sehen wir eh, was man hat davon. Ein vielfältiger Garten ist für manche oft zu viel. Die Kosi hat sich gerade recht geschreckt und glaubt, da ist eine Schlange drinnen. Ich hoffe, es ist eine drin, aber ich weiß nicht. Ich sage nichts dazu. In Österreich zum Beispiel gibt es diesen Farmland Bird Index. Ich tue euch dann einen Link dazu. Das rennt zum Teil über den Naturschutzbund. Da kann man sich super informieren. Jedenfalls, das ist so ein, ich höre sie schon, es wird es noch nicht hören. Das ist so ein Langzeitprojekt, in dem einfach die Entwicklung der Vögel in ihrer Gesamtmasse über viele, viele Jahre schon überwacht wird. Und da sieht man halt, es ist wirklich dramatisch, die Rückgänge. Und okay, wir im Hausgarten können einen kleinen Beitrag dazu leisten, den wollen wir leisten oder sollen wir auch leisten, indem wir einfach einen vielfältigen Lebensraum haben, wo der Automower nicht alles killt, was da ist, weil eben, wie gesagt, die brauchen viel zum Fressen, die Viecher. Und da oben herrscht schon wieder, jetzt hören wir mal, ob wir es zirpen hören. Sind sie ruhig, ist eh klar, wenn ich komme.
Normal zirpen sie immer wie verrückt, wenn ich komme. Jetzt merkst du nicht. Ja, was soll ich machen? Lieber Rico, die schönsten Grüße von mir. Ich habe eine Riesenfreude. Da ist ein wunderbares Meisenbärchen bei der Arbeit da drinnen. Ich weiß nicht, wie viele Junge drinnen sind, aber normalerweise, wenn ich zur Arbeit gehe, dann gibt es ein Gezeter, weil es wahrscheinlich glauben, sie werden gefüttert. Nicht von mir, aber wirklich eine Riesenfreude. Ich habe ihn aufgehängt und ist gleich nach und nach gegangen. Ich werde es jetzt nicht auskennen, aber der Rico kennt sich aus, um was es geht. Also, liebe Grüße, wirklich eine grandiose Idee. Also, grandiose Idee. Nistkästen aufhängen ist wirklich ganz einfach oder einfach Plätze schaffen. Früher war ja, wenn man so ein bisschen überlegt, wir haben unsere Eltern oder Eltern vielleicht eh schon weniger, die haben schon diesen Perfektionswahn vielfach. Aber die Großeltern, da ist ein bisschen, sag ich jetzt einmal, relaxter runtergegangen. Da waren noch zahlreiche Holzhütten, da war alles noch nicht so genau gebaut, das war offen, die Viecher haben irgendwo einschlürfen können, haben sie verstecken können, haben Höhlen gefunden. Es waren noch zahlreiche ältere Obstbäume in der Gegend, das gibt es ja heute kaum mehr, das wird ja alles wegradiert, weil es ja so viel Arbeit macht, wenn das Obst dann runterfällt. Und ich glaube, er schimpft eh schon, er will eh, dass wir weggehen, der will schon futtern. Und das sind halt so Lebensräume, die fehlen diesen Tieren. Und okay, wir stellen es ihnen künstlich zur Verfügung. Noch schöner wäre es natürlich, wenn sie das wieder in der Natur finden würden. Aber Hauptsache ist, wir unterstützen sie. Aber jetzt gehen wir weg, weil er zetert da schon, der möchte futtern. Da habe ich auch einen, Marke Eigenbau. Gebe ich euch auch einen Link, weil den habe ich selber gebaut einmal. Ich hoffe, dass ich den Film noch habe. Der hängt da oben. Auch belegt, taugt mir auch. Nein, was ich eigentlich damit auch sagen will, es ist relativ einfach, dass man ja einen Lebensraum bereitstellt. Jetzt zwitschern sie wieder. Jetzt will ich nicht, dass ihr zwitschert. Wenn ich hingehe, soll es zwitschern. Ich habe da mal ganz stümperhaft. Ja, jetzt ist es rausgeflogen. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es wieder gut. Ah, jetzt ist eine, es ist eine wunderbare Meise. Warte, gehen wir zu, wie schnell. Schau, jetzt ist es raus. Und wieder eine. Die wechseln sich wieder ab, eine raus. Ja, und dann ist es auch zum Aushalten daheim im Garten, weil da passiert was, da tut sich was, da ist was los. Da muss man dann nicht nur Däumchen drehen, weil dann kann man mal schauen, was sind das für ihre Vögel, wenn man sich mit sowas beschäftigt, was kann ich machen, damit ich es in den Garten kriege. Da habe ich zum Beispiel sehr stümperhaft, ich soll es wieder mal erneuern. Das ist ein Lalaschutz, aber sie klettert wirklich nicht auf. Das sind ziemlich dornige Rosen, dann kommt es nicht auf. Und der ist heuer auch wieder belegt. Die tue ich im Frühjahr tue ich so wie ausputzen. Da kreuz man einfach auf, ist ganz lustig und tut den alten, das alte Material raus. Und bis jetzt war der eigentlich, jetzt ist jetzt das dritte Jahr und ist jetzt ja belegt. In dem, wo jetzt die Meisen drinnen sind, da habe ich vorher einen anderen gehabt, den habe ich irgendwo umgehängt. Das war weniger lustig, weil da waren Hornissen drinnen, was mich zwar prinzipiell gefreut hat, aber jetzt mal, wenn ich die Händel futtern gegangen bin, haben sie auf mich runtergeschaut und dann habe ich ihn einmal geschnappt am Abend in der vollen Imkermontur und habe ihn dann ein paar Meter weiter in einen anderen Baum umgesetzt und ist auch gut gegangen. Ich habe ja voriges Jahr beschlossen, meinen Rasenmäher einzurechsen und habe meine Buben gesagt, wenn ihr Fußball spielen wollt, ihr wisst, wo die Sense ist. Und seitdem wächst das alles und sie haben nie wieder Fußball gespielt. Sie wollten von da an keine Fußballer mehr sein. Sie wurden wunderbar gebildete Literaten. Ja, Blödsinn. Aber ja, ich lasse halt jetzt einfach wachsen, das Ganze. Und es muss nicht immer die überdrüber Blumenwiesen sein. Blumenwiesen dauern ja oft recht lang. Ja, da ist schon wieder unser Rotschwänzchen und futtert recht fleißig. Aber es müsst ihr euch vorstellen, da ist zum Beispiel jetzt gerade ein Insekt hergeflogen. Auf solchen, auch wenn es vielleicht jetzt noch nicht super schicke Blumenwiesen sind, allein auf solchen Gräsern entwickeln sie extrem viel Raupen wiederum. Sehr viele Schmetterlinge nehmen Gräser als Futterpflanze für die Raupen und gleichzeitig ist es natürlich ein gutes Versteck für Spinnen, die da drinnen leben und andere Insekten fangen. Das heißt, da ist was los, da kann sich ein Vogel was suchen und was finden, um dann eben seine Jungen zu füttern. In einem dauernd geschniegelten, überarbeiteten, überpflegten Garten ist einfach nichts da, was Vögel finden können. Und ich zeige euch da unten noch was. Irgendwo habe ich ganz viel Leis gesehen.
Oh mein Gott, ich habe Läuse. Bitte, Herr Gärtner, was soll ich tun? Was kann ich kaufen? Was ist ganz giftig und macht die bösen Läuse tot? Und jetzt schauen wir zu den Läusen runter. Dann schauen wir, was sie tot macht. Meine Frau hat mich gerade ungläubig gefragt, wo sie jetzt wüsste Leis herzeigen. Es wird sie sehr nicht sehen, weil es klein sind, aber da habe ich auf meine Faulbäume, die ich da gesetzt habe vor ein paar Jahren, eine super Schmetterlingspflanze nebenbei erwähnt, die sind ziemlich voll mit Leis. Okay, viele Gartenbesitzer bei Rosen sind immer so nervös, meine Rose hat Läuse. Na und, lass doch oben die Leis, weil diese Meisen, speziell wenn sie Junge haben, brauchen ganz viel von diesen Läusen zum Füttern von ihren Jungen. Was passiert, wenn ich die Läuse vergifte? Giftige Laus, rein in die kleine Meise tot. Soll man nicht machen. Erstens. Zweitens, wenn ich dauernd die Läuse umbringe, dann gibt es keine Läuse mehr. Läuse sind also ganz wichtiges Futter. Ihr seht, im Garten gibt es diese Kategorien nicht gut und böse, sondern lasst es einfach da sein und es wird zeigen, wenn es einfach ein bisschen zuwart und geduldig seid. Wir haben die Marienkäfer, wir haben die Vögel und die rahmen auf und du kannst relaxed das Ganze beobachten und dich erfreuen. Ja, man kann also auch bei sich daheim, aber wenn man einen kleinen Garten hat, wirklich was machen für diese herrlichen Lebewesen. Und selbst wenn alle nebeneinander kleine Gärten haben, ja, passt auch. Ich meine, die Vögel, die fliegen da hin und her. Da zum Wald sind es ein paar hundert Meter, in 4-5 Sekunden ist ein Vogel da drüben. Das ist keine Entfernung für den Fallfehler wie Veronika Bot. Aber sie sind wirklich arme Schweine. Wir wissen eh alle um diese Thematik, glaube ich. Intensivierte Landwirtschaft ist klar, ist ein Riesenproblem, wo diese Felder einfach in kürzester Zeit überarbeitet werden. Da haben diese ganzen Bodenbrüter ein Riesenproblem. Es wird im Jahr 4, 5, 6 Mal gemacht, da kann kein Vogel sich mehr drinnen entwickeln. Aber ich habe jetzt einmal einen Film gesehen, ich weiß leider nicht mehr, welcher das war, von der Schweiz. Die Schweiz tut das auch schon lange beobachten, monitorisieren. Und die haben einfach wirklich dramatische Rückgänge auch von vielen verschiedensten 0815 Vogelarten und die haben dann gemeinsam mit den Bauern, mit den Landwirten begonnen zu analysieren, was ist das Problem, was müssen wir anders machen und haben mit den Bauern gemeinsam da Wege entwickelt, wo die Bauern zum Beispiel so kleine Inseln einfach lassen, die ummäht werden. Ja, viele verschiedene Möglichkeiten oder den Mäh- bzw. Bearbeitungstermin teilweise ein bisschen später, oft reichen ja ein paar Tage ausgeschoben. Und das Coole war, dass auch diese Landwirte und die Bauern richtig die größte Freude gehabt haben, weil oft, man weiß ja diese Dinge auch gar nicht. Und wenn man dann sieht, okay, ich bewirke mit meinem Handeln, mit so ganz einfachen Dingen wirklich was, dann glaube ich, dann sind eh alle im Boot und freuen sich. EU-weit wird da jetzt eher hoffentlich irgendwas geschehen bezüglich Agrarförderung. Aber Riesenthema, egal. Was ich damit sagen wollte, auch ich in meinem Garten kann durchaus auch einen Beitrag dazu leisten, damit sich wieder mehr Vögel zumindest in meinem eigenen Garten wohlfühlen. Also man kann einiges aufhängen, wo es dann ihre Nester haben, wo es brüten und was mindestens auch, was heißt mindestens, eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, im eigenen Garten verwenden wir keine Gifte, absolut keine, wir brauchen es nicht. Haut das, klampert weg, kauft es auch nicht. Das ist, was ist im eigenen Garten mit Giften arbeiten? Erstens leben wir selber drinnen, haben vielleicht Kinder oder Enkelkinder und jeder werkt mit, nein, jeder nicht. Es wird eh immer besser, muss man sagen, aber andererseits regen wir es immer auf. Die Bienen, um Gottes Willen, die Bienen sind so arm und verschwinden und kaum kommt irgendwo ein Löwenzahn, wird es ausgepackt. Also haut das Zeug weg, wir brauchen kein Gift im Garten, es gibt viele andere wirksame Dinge, die man sich selber machen kann, Brennnesselauchen und, egal, anderes Thema. Also, und auch Düngen eigentlich brauchst du im eigenen Garten nicht, wo ein Dünger von mir aus verwendet werden kann und dann soll es ein biologischer sein. Jetzt ist er da, ja. Endlich stiehlt er mir die Show. Zeit wird's. Also, dazu einfach kein Gift verwenden, ist eh klar, weil in der großen
Landwirtschaft wird eh noch immer genug verwendet. Das wird sich sicher, hoffe ich, in den nächsten Jahren dann verbessern oder verbessern müssen, weil wenn wir die ganzen Insekten umbringen, was sollen sie denn fressen, unsere Vögel? Das sind einfach Kreisläufe. Aber wie gesagt, im eigenen Garten einfach weglassen und auch nichts düngen. Übrigens eine coole Studie, habe ich da mal gelesen, weiß aber leider nicht mehr welche, wo man herausgefunden hat, dass sehr stark gedüngte Pflanzen die Raupen, die dann an diesen Pflanzen sich entwickeln, entweder absterben, bevor sie fertig werden, oder sie nicht gut entwickeln, weil die Pflanzen einen zu hohen Stickstoffgehalt haben. Also auch wieder ganz interessant. Die Natur hat sich etwas überlegt, dass das so macht, wie sie es macht. Dass ich nicht überall voll mit irgendwas reinfahre und was reinschopp, was nicht sein soll. Dünger kann ich selber machen, im Komposthaufen, den haue ich rein in den Gemüsegarten oder wo ich es auch brauche. Aber das waren halt so ganz eigentlich wirklich einfache logische Sachen, die man machen kann. Und halt Vielfalt im Garten zulassen, fördern, lasst eure Kinder Löcher graben, wo sie Löcher graben wollen. Es ist eh super, wenn sie das noch tun dürfen. Das war jetzt eine sehr spontane Geschichte, einfach weil ich mich so gefreut habe, dass wieder so viel gebrütet wird bei mir im Garten. Und wo viel gebrütet wird, da muss viel an Nachschub her. Also Insekten, 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 Tiere, Spinnen, Asseln und so weiter. Die müsst ihr einfach fördern im Garten mit Blumenwiesen und so weiter. Wie wir immer reden drüber, dann haben die auch wieder eine Chance, dass sie durchkommen. Ich bin kein großartiger Experte für Vögel, gebe ich zu. Aber es ist einfach wirklich genauso ein faszinierendes, ein unglaublich tiefes Thema, wenn man sowas irgendwo einmal hat, dann lasst es dann eh nicht mehr los. Jetzt habe ich es schon wieder gehört. Da kann man sich super in die Tiefe damit beschäftigen. Und wenn nicht, ist es auch wurscht, weil vor 80, 90, 100, 150 Jahren, wo die Natur noch wahrscheinlich viel besser in Ordnung war als jetzt, hat sich auch keiner großartig damit auseinandergesetzt, aber sie haben halt einfach noch mehr Lebensräume zur Verfügung gehabt. Wir werden immer mehr und deshalb, glaube ich, ist es irgendwo ja, eine Verpflichtung, dass wir zumindest da, wo wir es leicht kennen, schauen, dass wir ja in irgendeiner Form wieder einen Lebensraum zumindest zur Verfügung stellen. Ich habe jetzt gerade auf meine Heidelbeeren geschaut und mir gedacht, heuer kriegt ihr es nicht. Also, auch ich schütze natürlich meine Kulturpflanzen gegen die Vögel, die schlimmen, weil denen schmecken die auch. Ist eh klar, das ist natürlich ein anderes Thema, aber man kann wirklich da vielseitig und viel machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles Gute und wenn ihr noch keine Nistkosten habt, das geht gar nicht. Dann bestellt euch an oder bastelt euch an selber. Wenn ihr Kinder habt oder Enkelkinder, wirklich eine nette Arbeit, auch im Winter, einfach so Nistkästen machen, da ist echt nichts dabei. Aber jetzt hör auf, macht es gut, pfiat euch, ciao, alles Gute. Typisch Null-Konzept und es ist mir jetzt noch was eingefallen. Einer meiner Söhne hat jahrelang wirklich eine Krampusmanie gehabt und ich wurde sanft dazu genötigt, mit einer Krampelmaske zu bauen. Das war der Prototyp, habe ich wirklich nette Erinnerungen dran. Es war nämlich, er hat da wirklich lang dran gearbeitet, das ist ja eigentlich total ungeeignet, das Holz, egal. Und irgendwie, ich habe es nie weghauen können. Irgendwie, okay, man hängt halt dann solche Dinge dann dran. Dann habe ich mir gedacht, okay, aus dem mache ich einen Nistkasten, ich muss ihn aber noch aufhängen. Ich habe jetzt da diese Bohrungen in der Größe, glaube ich, so gewählt für Blaumeisen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie groß, ist jetzt schon wieder 2 Wochen aus und habe dann da oben schon so ein Dings gemacht. Seht ihr, das ist hinten von der Größe her super ideal, weil da hat ja mein Bohr reinschauen müssen. Ja, und jetzt wird es ein Nistkasten, den habe ich eben unten zugemacht mit einem Brettl und der kriegt irgendwo einen Ehrenplatz.